habe gerade ein anderes Video gedreht und deswegen sehe ich jetzt so aus. Aber ich wollte jetzt in meinem Vlog, wollte ich euch noch etwas vorstellen, was ich mir bestellt habe. Und zwar geht es um dieses hier. Das sind sogenannte Trockenpflaumen, die ich mir bestellt habe. Jetzt fragt sich jeder, wieso bestellt die sich Trockenpflaumen? Ja, also ich muss euch sagen, ich bin ein Mensch, der bei Stress, oder bei gewissem Essen halt gewisse Dinge dann nicht verträgt. Das heißt, im Magen- und im Darmbereich wird es dann nicht mehr so schön. Also ich habe dann Krämpfe und mir geht es überhaupt nicht gut. Und momentan ist es auch so, durch diese ganze Stressfunktion, die ich momentan habe. Also ich packe das jetzt mal eben aus und zeige euch das. Das kommt in so einer Tüte. Die sind nämlich einzeln verpackt. Und diese Ware kommt, wie ihr unschwer erkennen könnt, aus China. Ne? Es kommt aus China, ja. Und die Pflaumen sind hier, wie gesagt, einzeln verpackt. Ich habe jetzt in der letzten Zeit einiges mit ins Büro genommen. Einfach so als kleiner Snack. Und ja, habe das jetzt hier so mal ein bisschen zur Demonstration. Packe ich das jetzt gerade hier aus. Deswegen knistert das ja so sehr. Das ist, sieht dann so aus. Der eine oder andere wird jetzt denken, oh Gott, wie sieht das aus? Aber das ist halt so. Das sind halt Trockenpflaumen, ne? Ich bin ganz ehrlich, ich kann jetzt in so ganz kurzer Zeit, also knapp 2 Wochen ist das jetzt, kann ich jetzt zum Beispiel noch nicht sagen, dass das alles ja, super gemacht hat. Also, dass es mir total klasse dabei geht. Also, mir geht es gut, ich vertrage das auch alles gut. Aber ich kann zum Beispiel diese Ergebnisse, die man bei so einem Test, sage ich mal, mitteilen möchte, das kann ich halt noch nicht. Ne? Ich kann sagen, innerhalb der letzten 2 Wochen, das ist alles super, das schmeckt gut. Ja, das sind so Sachen, die man sich zum Beispiel, wo man abends davon auch 1, 2 Pfläumchen essen kann. Ich werde euch jetzt hier irgendwo einblenden, wie dieser Webshop heißt, wo ihr euch auch sowas zulegen könnt. Und ich habe einen Rabattcode für euch. Aber erstmal esse ich euch jetzt mal was vor, denn ja, jeder kann ja reden und wenn er es nicht probiert. Also das ist wie gesagt die Trockenpflaume. Ich hau mir das immer schön mit einem Schwung rein. Jetzt kaue ich euch was vor. Also ich mag das. Ich bin eigentlich auch ein Trockenpflaumenesser gewesen eine Zeit lang und irgendwann nicht mehr. Warum weiß ich nicht. Das habe ich in der Jugend ganz oft gegessen. Überfressen? Ich glaube, so kann man es besser sagen. So, der Schnitt war jetzt dafür da, dass ihr nicht seht, dass ich den Kern hier jetzt rein. Also, ich zeige euch jetzt mal den Kern, ne? Mal eben so nebenbei. Also es ist auf jeden Fall super lecker. Es schmeckt wie Trockenpflaumen, wie man die halt so kennt. Es gibt irgendeine Marke, da komme ich jetzt nicht drauf, das ist in so einem Karton bzw. in so einer runden Dose drin aus Papier. Und davon habe ich auch immer viel gegessen. Meine Mama ist auch so ein Fan davon. Und der werde ich das jetzt auch nochmal mitgeben, dass sie die einmal probiert und mir sagt, was sie davon hält. So, und ich habe halt einen Rabattcode für euch, hatte ich jetzt gerade eben auch schon gesagt. Den blende ich hier ein und den verlinke ich unten auch in der Infobox. Da könnt ihr auf jeden Fall bei eurer Bestellung dann sparen. Und ich muss sagen, der Versand ging eigentlich relativ schnell. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal eine Woche hat das gedauert, irgendwie so. Alles Weitere könnt ihr da natürlich auch lesen. Aber ich muss wirklich sagen, als ich das bestellt habe, und da bin ich ganz ehrlich, habe ich gedacht, was ist das wohl für ein Schrott, der da kommt? So habe ich gedacht. Das ist einfach so, weil man kennt halt viele Sachen, die aus China kommen, die treffen einfach nicht auf einen zu 100% ein, beziehungsweise man ist einfach von gewissen Dingen ein bisschen schockiert oder die Qualität ist einfach nicht so gut. Heutzutage muss man aber auch sagen, viele Dinge kommen einfach aus China und die Sachen sind gar nicht schlecht. Die sind nicht schlecht. Man muss sich einfach nur darauf
ja, einstellen, beziehungsweise man muss es einfach zulassen. Einfach neutral sein, sich danach erst die Meinung bilden und nicht vorher schon sagen, oh Gott. Aber so war ich halt. So. Und ich muss wirklich sagen, so was Schönes, das ist halt auch gut verpackt. Luftdicht verpackt, ganz wichtig. Und alleine die Verpackung, das ist auch hochwertig. Also es ist nicht irgendein Schrott oder sonstiges. Deswegen bin ich auch wirklich froh, dass ich es getestet habe, dass ich es bestellt habe. Und ja, es steht hier auch alles so schön drauf. Hier ist auch noch so ein Aufkleber, wo man das, wo man dann auch genau weiß, woher die Sachen kommen. Das steht hier zum Beispiel auch noch dran. Das kann dann auch jeder lesen. Das könnt ihr da dann euch auch nochmal anschauen. Und ja, was soll ich sagen? Also ich kann nichts Negatives sagen. Die Investition ist es auf jeden Fall wert. Ihr wisst, ich gebe nur meine eigene Meinung da. Ich wurde dafür nicht bezahlt, um eine Meinung einfach so zu sagen. Ich habe hier auch reingeschrieben, dass es eine Produktplatzierung ist, aber die Meinung, die ich euch darüber gebe, das ist meine Meinung. Und das habe ich auch ganz klar dem, ich hätte jetzt gesagt dem Kunden, aber habe ich ganz klar der Firma auch gesagt, dass wenn es nicht gut ist oder ich das nicht für kaufwertmäßig ansehe, dass ich das sage. Aber nein, es ist genau positiv. Ich bin, ja, dieses überzeugt finde ich noch ein bisschen zu früh, aber ich bin einfach positiv überrascht. Ich bin glücklich darüber, dass ich das probieren kann. Hier kann ich heute sagen, das ist auf jeden Fall die Investition wert, auch wenn ich jetzt so aussehe. Und hautmäßig und so weiter, da wird es jetzt irgendwann auch noch ein Video geben, wo ich euch erkläre, wie das Ganze aussieht bzw. ausgesehen hat und wie es sich entwickelt hat. Und das hier trägt einfach auch dazu bei, dass das Hautbild besser wird. Ja, also ich werde das beobachten und ich werde euch das auch sagen. Ich werde das eventuell auch bei Instagram noch so mitteilen. Aber heutiger Stand ist einfach super klasse.